Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Final Fantasy 13 mit mir und den drei hübschen Damen da vorne und guckt euch bitte einmal die TP-Punkte an. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von euch noch vage daran erinnern kann, was für TP-Zahlen wir hatten, irgendwas um die 2000, aber ich möchte euch jetzt einfach mal nur mal so meinen kleinen, minimalen, winzigen Fortschritt zeigen. Brecher ausgebaut, Verheerer ausgebaut, Heiler ausgebaut und Augmentor bin ich quasi auch schon auf dem Weg so gut wie nach oben. Dann bei der lieben Feng, Brecher ausgebaut, Verteidiger ausgebaut, Manipulator komplett ausgebaut und halt Verheerer auch auf dem Weg nach oben. Bei der lieben Vanille sieht es dann wie folgt aus. Na, das war jetzt blöd. Verheerer ist ausgebaut, wie ihr seht. Manipulator ist komplett ausgebaut. Augmentor bin ich auch auf dem Weg zum Ausbauen. Und halt der Heiler ist komplett voll. Beim Sass habe ich die Waffe jetzt komplett aufgewertet. Also, was heißt komplett? Eine Stufe fehlt mir noch, aber ich hatte jetzt keine Lust dafür, extra nochmal einen Modifikator zu kaufen. Also einen Multiplikator. Ach, egal. Jedenfalls Brecher voll, Verheerer voll, Augmentor voll und ich gehe halt hier in Richtung Heiler, weil ich halt versuche, den irgendwie als Teammitglied brauchbar zu machen, nur es läuft eher grenzwertig. Dann haben wir den lieben Snow. Der hat den Brecher voll, den Verheerer voll, den Verteidiger voll und den versuche ich auch zu einem respektablen Teammitglied zu rekrutieren, indem ich den Augmentor hochprügel, aber es klappt so wundertoll. Ja, dann Snow Baby kennen wir ja, ach Snow, Hopi Baby kennen wir ja, lieben wir ja, Verheerer ist voll, ja. Manipulator bin ich auch auf dem Weg nach oben, Augmentor ist voll und der Heiler ist voll. Man könnte sagen, ich habe mir die Finger wund gelevelt. Ich könnte euch jetzt auch die Stundenstatistik zeigen. Ich habe, glaube ich, insgesamt 4 Stunden bin ich hier immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und ach, ich habe übrigens den Juggernauten gekloppt. Also ich habe das vergessen aufzunehmen. Das tut mir total leid. Also ich habe den umgenietet und habe den Platinring eingesammelt. Weshalb bei der Ausrüstung halt jetzt hier die Lightning einen Platinring hat. Und die Fang hat auch einen. Bei Vanille hat sich nichts getan. Und hier Sass hat jetzt halt den Goldarmreif und da weiß ich halt noch nicht, was ich dem da genau gebe. Ja, gut. Das war's und deshalb laufen wir jetzt hier mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die Kämpfe schon hatten, aber wir machen die einfach mal, damit ihr auch mal also seht, was wir hier für einen Unterschied jetzt haben. Ja gut, da wird es nicht so unglaublich viel größer sein. Aber wir haben um einiges mehr Leben. Also wir haben quasi unsere Lebenspunkte verdoppelt, würde ich fast sagen. Also nicht ganz, aber so ansatzweise. Vanille kann jetzt auch die meisten Garzauber. Ihr fehlen, glaube ich, nur ein paar. Ich weiß gerade nicht welche. Auf jeden Fall Feuer, das kann sie, das weiß ich. Da haut sie auch ordentlich mit rein. Ich hatte so ein cooles Bild beim Leveln, das hat mich richtig geärgert, dass ich das nicht aufgenommen habe. Da hat man nämlich die Fang, so wie sie da steht, gesehen und hinter ihr ist gerade so ein Feuer explodiert. Das heißt, dass sie quasi so direkt vor Flammen stand und das war so ein schönes Bild. Naja, und es ist leider hinübergegangen. Schade, ich dachte, ich kriege euch präventiv, aber ich hätte eigentlich auch an euch vorbeilaufen können. Bin mir gerade gar nicht bewusst. Ach, übrigens, da ich jetzt Feng hier zum Dingsbums hochprügle, zum Verheerer, können wir auch demnächst unseren Trinaster machen. Aber das mache ich erst, sobald Feng halt oben angekommen ist in ihrem Seitenstrang. Weil vorher hat sie noch nicht alle Elemente und auch nicht die Radzauber und auch nicht die Schläge. Deswegen warten wir da noch ein bisschen. Ja, und wir schocken. Ich hab meine Arme beim Willen vor. Was ist denn das hier für ein Anstand? Ich glaub's ja wohl. Und ich glaube, ich habe hier eine Mücke drin, weil irgendwie juckt es mich jetzt tierisch am Arm, also oben am Arm, wo ich jetzt gerade nicht sehe, weil das ist die Unterseite von meinem Oberarm. Ja, nicht Unterseite, sondern ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, eine Mücke drin, was mich tierisch ankotzt. Aua. Das ist irgendwie überhaupt nicht schön. Naja. 3500. Na, Kampfbilanz ist im Hintern, aber ich war auch gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen abgelenkt von dem Gepiekse. Also ich hoffe, dass es nur eine Mücke ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe der Sache mal auf den Grund.
und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich habe nämlich, also ich spiele an so einem Holztisch und da war so ein Splitter. Und ich bin wohl irgendwie mit meinem Arm an diesen Splitter von diesem Tisch gekommen und das tat halt weh. Das war halt nicht so schön. Naja. Und das war auch schon das ganze Geheimnis, was mich da so gepiekst und gejuckt hat. ja. I'm tougher than you thought, huh? Ja, meine, du bist super. Wir wollen hier noch die andere Kiste. Ja. Yep. Super. Jetzt geht's hier runter. Also ich mag den Stollen hier. Maharaba-Stollen. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir den Namen so schlecht merken. Oh, da lernen wir jetzt Schrottpudding kennen. Hallo. Oder Rostpudding? Ich glaube Rostpudding war es. Ja, Rostpudding. Die haben eine sehr hohe Death. Was sehr nervig sein kann. Obwohl Feng macht da doch schon ordentlich Schaden. Die haben, glaube ich, die Schwachstelle gefunden, oder? Nee, anscheinend nicht. Aber er führt mächtige physische Attacken aus. Merke ich eigentlich noch nichts davon. Aber die sind auch einfach nur Imber. Also so richtig Imber. Sieht ihr eigentlich was dagegen, wenn ich die Leitung auch mal auswechsel? Dass wir dann quasi mit Feng, Vanille und dann einem Dritten im Bunde spielen? As if there was any doubt. Weil die beiden könnte man eher noch mit jemandem kombinieren. Zum Beispiel mit dem Sass. Dann hätten wir auch einen Mann in der Runde. Weil der liebe Maestro Kohl, der war ja... Du quatscht immer los, ne? Total zusammenhangslos. Also der nette Maestro Kohl hatte, also war etwas enttäuscht, dass wir ohne Mann spielen. Und wir brauchen halt mal einen Mann in der Truppe, finde ich auch. Hope zählt nicht als Mann. So, guys, heads up! Wow! Look at that thing! Let me guess. That's a foul scene? Yep. Busy carving out new tunnels. Making roads where roads ain't meant to go, huh? Yeah, it kind of sounds like us. All right, roly-poly. Let's hit your ride on that thing. Now you're thinking grandpa style. Mhm. Ist ja irre. Jedenfalls ist das... Atmos? Ja, Atmos. Ich habe in irgendeinem Video mal erzählt, dass ich in meinem... Fanfic, was ich hatte, meine Esper Atmos genannt habe, weil ich dachte, die gäbe es noch nicht, aber die gibt's doch, also es gibt den Namen doch schon im Spiel und das ist halt hier der, ne? Falsi, der sich durch die Gegend gräbt. Und das Viech mit der unsichtbaren Hand in Final Fantasy 13, 2 heißt Atlas und nicht Atmos. Ich hatte da irgendwie irgendwas durcheinander gebracht, ich weiß auch nicht. Ach, am liebsten würde ich da ja vorbeilaufen, aber ich glaube, nee. Wir müssen hier hinten rum noch. So. Und dann ist da hinten irgendwo eine Kiste. Oder? Ist das hier mit der Kiste? Nee, hier können wir schon in den einsteigen. Ach, da bin ich natürlich genau falsch gelaufen. Ja, da hat sie recht. Der macht echt gut Terz. Na? Ich will da doch nur hoch. Ach, leckt mich doch an die Füße, ey. So, wir mal zeigen euch mal, wie es hier mit denen geht. Hier brauchen wir relativ schnell runter. Oh, ich sag doch mal eine Vanille, Mann. Das ist schäbig. Das Vanille ist nie in Bewegung. Die steht immer nur an einem Fleck. Und da laufen die Monster dann hin und verkloppen sie. Das ist sehr dämlich. Finde ich zumindest. So. Dann kommt der jetzt und dann... Ja, schieß doch auf Lightning, die hält das aus.
meine, wir haben jetzt im gelben Bereich noch mehr als Vanille im grünen. Daher ist alles tutti. Außerdem sind wir hier richtig schön flott unterwegs. Ja, geschockt. So, das war's jetzt von ihm. Didn't even break a sweat. Ja, Kampfbilanz ist wieder mittelprächtig, wir haben es verstanden. Gut, dann wollen wir hier einmal gucken, weil irgendwo hier gibt es eine Kiste. Hä? Bin ich denn deppert? Ach so. Ja, ich weiß, wo die Kiste war. Kehr, ich bin deppert und frag dich wie. Wir mussten hier, oder mussten wir nicht nach links, sondern wir mussten hier hinten nach rechts. Also, nicht nach rechts, sondern nach links. Oh Gott, da ist es wieder rechts und links. Da ist die Kiste. Tesla-Turbinen, das ist so schön. Ach, Tesla, da fallen mir so viele tolle Sachen jetzt so ein. Guckt jemand von euch auf dem Sci-Fi Sanctuary? Da laufen ab Donnerstag die neuen Folgen. Ich weiß, dass diese Folge nicht vor Donnerstag hochgeladen wird, da ist es eh egal. Auf jeden Fall läuft jetzt die dritte Staffel auf Sci-Fi im Free TV und oh, ich freue mich einen Keks. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diese Staffel freue. Da gibt es irgendwie, haben so fünf Leute von Vampiren das Blut extrahiert und haben sie das selber initiiert. Und der eine, der hat halt die Mordlust bekommen, der wurde dann Jack the Ripper und hier Nikola Tesla, der berühmte, intelligente Wissenschaftler, der ist halt auch ein Vampir und unsterblich. Und dann gibt's halt noch die, ja, Amanda Tapp aus Stargate. Die ist einfach nur unsterblich und kann sonst gar nichts außer Nerven. Und ja, warum greifen wir eigentlich die an? Wir müssen den anderen angreifen. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls in alle Fälle. Läuft dazu Wandel. Kommt die neue Staffel. Ach ja, genau. Watson ist auch noch dabei. Also mal nicht Sherlock Holmes und. Ach, ich finde die Staffeln eigentlich so. Also die Staffeln, die sind jetzt nicht so teuer gemacht, aber die sind echt gut. Also ich finde sie echt gut. Ist er tot? Tatsache. Ja, Kampfbilanz auch wieder nicht passieren, was soll's. So, das muss reichen. Genau, jetzt macht Vanille noch mit. Prima. Ja. Oh, war doch ganz gut. Naja, auf jeden Fall macht er uns hier keine Probleme mehr. Den einen Rostpudding, den können wir stehen lassen. Oder? Kriegen wir dich präventiv? Ne, kriegen wir nicht. Da laufen wir hier vorbei. Auf jeden Fall Sanctuary, Donnerstags. Müsst ihr unbedingt mal reingucken. Ah, tolle Idee. Magister-Amulette, was ist das denn? Inventar. Aha, Ena in Notlage. Toll, wieder Sachen zum Verkauf. Und was haben wir hier? Ach, könnt ihr ja mal sehen. Wie hier, Bomber-Sehen heißt schon wieder 46. Und ich habe zwischendurch schon aufgewertet. Ne, das ist super. Ich habe jetzt halt nur keinen kleinen Viech, womit wir halt unseren EP-Bonus besorgen können. Und der Datenlog haben wir hier einen neuen über den Atmos. Hier steht er. Süß, oder? Gut. Gegner-Datenbank. Können wir einfach mal ganz kurz machen. Hier, Pudding-Monster. Stimmt, wir haben den Rost-Pudding. Schönes Ding. Ich habe das alles mal angeklickt, weil ich das so hässlich finde, wenn überall alles blinkt. Und deshalb mache ich das halt immer so in gewissen Abständen. Oh, guck mal, hier können wir springen. Jump. Naja. Oh mein Gott. Nicht im Ernst. Nicht jetzt. Nicht hier. Oh. Ich speichere. Ich wusste nicht, dass wir schon hier sind. Also, das wusste ich echt nicht. Das geht gar nicht. Hier will ich speichern. Weil wir sind jetzt hier weiter in unserem Marathon. Ihr werdet jetzt gleich merken, was ich meine. Feng Vanille wollte irgendwas sagen.